Um den Schichtaufbau der Zink-Thermodiffusion zu erklären, möchte ich zuerst auf das Phasendiagramm eingehen. Wir haben hier das Eisen-Zink-Phasendiagramm, wobei das hier rein Eisen ist und auf dieser Seite rein Zink. Dazwischen sind die verschiedenen Zusammensetzungen in Abhängigkeit der Temperatur dargestellt. Um für uns eine bessere Orientierung zu machen, haben wir hier eine typische Thermodiffusionstemperatur markiert. Und wenn wir das hier anschauen, sehen wir, können wir hier von dem Alpha-Eisen, also dem Ferrit, über die Gamma, Gamma 1, Delta, Zeta, Eta-Phase, alle diese Phasen können wir dann in einer Schicht erwarten.